Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix mit mir, dem Ameisenkönig und Donald, Goofy und Zora natürlich. So, wir haben den Teppich in der letzten Folge befreit, haben Jafar getroffen, der anscheinend mit Malefiz, der Herrscherin anscheinend über die Herzlosen, unter einer Decke steckt und hier das Schlüsselloch sucht. In Agrabah oder... doch, Agrabah ist die Welt ja auch hier, nicht nur die Stadt. So, und da wir Aladdin suchen, dachten wir, vielleicht sprechen wir mal mit dem Teppich. Denn er will anscheinend mit uns fliegen. Okay, alle an Bord! Nein, Aladdin! Woo! Okay, jetzt geht's direkt. Nein! Oh, ich hab direkt verkackt den Sonic-Stoß. Moment. Nein! Oh, Mann! Verdammt nochmal! Schon wieder! Ich muss irgendwie im richtigen Moment Dreieck drücken, aber ich schaffe es nie, das hinzubekommen. Egal. So. Die Herzlosen kriegen so aufs Maul und neues Level up. Jawohl. Aber die Herzlosen sind natürlich ziemlich gemein, dass sie manchmal ihr Schwert einfach so fliegen lassen können, indem sie es, weiß ich nicht, wegteleportieren lassen. So, der da jetzt aber. Und nein, schon wieder nicht. Ah, dreh echt am Rad. Ich muss das noch in dieser Folge hinbekommen. Aber ich habe ja nicht immer genug Magie dafür. Man braucht ja für die Spezialattacken, braucht man da immer Magie. Da muss man immer drauf achten, aber leider habe ich keinen Äther, um meine Magie wieder aufzufüllen. Da hinten ist noch einer. Los, auf ihn drauf. Leute, los. Und der letzte. Jawohl. Donnerwetter, nicht schon wieder! Genie, schaff sie uns vom Hals! Wunsch Nummer 1 wird sofort erledigt! Verstehe. Danke, Sora. Aladdin, was machst du hier? Das Übliche. Alten Schätzen hinterherjagen. Ich komme gerade aus der Wunderhöhle. Ich fand dort diesen Zauberteppich. Und diese Lampe. Nach der Legende braucht der Besitzer dieser Lampe nur daran zu reiben und der... Überlass die Vorstellung dem Profi! Der einzigartige Genie aus der Wunderlampe! Rubbel die Bubbel die Lampe und dein sehnlichster Wunsch wird erfüllt! Unser heutiger Gewinner, Aladdin! Gratuliere! Welcher Wunsch? Geduld, mein feiner, gefiederter Freund! Ganze drei Wünsche! Und eins Wunsch und zwei Wünsche und drei Wünsche, dann mach ich's wie eine Banane und splitte mich! Der Gewinner hat seinen ersten Wunsch verbraten. Das war vielleicht ein Knüller, ich kann euch sagen. Zwei hat er noch. Also, Meister, wie lautet dein Wunsch Nummer 2? Wie wär's, wenn du aus mir einen steinreichen Prinzen machst? Wow! Geld, Adel, Ruhm. Warum komme ich da nicht drauf? Dein Wunsch sei mir Befehl. 100 Diener und 100 Kamele beladen mit Gold, geliefert in einer halben Stunde. Dauert's länger, gibt's dazu gratis noch ein Eis. Und eine Cappuccino lasse ich auch noch springen. Nein, danke. Okay. Ich glaube, ich warte damit noch, bis wir in Agrabah sind. Wieso ein Prinz? Ach, da gibt's so ein Mädchen in Agrabah. Jasmin. Aber sie ist eine Prinzessin und sie würde sich nie in einen Kerl wie mich verlieben. Prinzessin? Jasmin? Ach ja, genau. Sie steckt in der Klemme, Aladdin. Was? Kommt jetzt, zischen wir ab! Hauptsache, Sora erzählt ihm irgendwie, dass wir uns auf die Suche nach ihm gemacht haben, als er Danke, Sora, gesagt hat. Und dann, ach ja, Jasmin ist ja in Schwierigkeiten. Ziemlich genial. So, ich würde mal sagen, da Goofy eher der Verteidiger ist, Donald der Heilende... Und Aladdin, der Angreifende, werde ich mal Aladdin mit Goofy austauschen, weil den Zauber von Donald, den will ich nicht verlieren.
hört sich jetzt ein bisschen schwul an, aber ich meine damit, dass wenn wir in die Klemme geraten, uns Donald auch heilt. Wenn er nämlich aus dem Team draus ist, geht das nicht. Ja. Denn auf Donald muss ich mich verlassen können. Ah, oh, frische Luft, die freie Natur. Kommst du nicht wieder raus, hä? Ist berufsbedingt. Phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleine Wohnung. Immer drei Wünsche und dann geht's wieder zurück in mein tragbares Gefängnis. Ich hab Glück, wenn ich alle 100 oder 200 Jahre ans Tageslicht komm. Sag mal, Genie, was hältst du davon, wenn ich meinen letzten Wunsch darauf verwende, dich von der Lampe zu befreien? Das würdest du tun? Versprochen, Genie. Aber erst helfen wir Jasmin. Here I come. So, super, jetzt zurück in Agrabah. Oh, bewegen uns die dicken Feuerspeier. Wow, typisch für diese Welt und ziemlich, verdammt genial. Ich finde die echt nur passend zu diesem, zu dieser Welt und Feuerspeine dicke, wo schon die dicken Herzogen getroffen haben. Ziemlich genial. Oh nein, gib ihm schnell. So, super. Donalds Magie wirkt immer noch, aber die Straßen sind versperrt. Jaffa hat anscheinend ein paar Barrikaden aufgebaut, um uns hier daran zu hindern, zu Jasmin zu kommen. Er hat ja hier anscheinend die Stadt übernommen. Meinte ja, wer meinte das nochmal? Keine Ahnung. Ah, hier sind wir. Oh nein, los, gib ihm schnell! Nein! Ah, oh, verdammt. Ich mache mal ein paar Blitze hier. Donald! Wie gesagt, ist mir nicht möglich, im Kampf die richtigen Stimmen einzusetzen. Deswegen, ja, wundert euch nicht, falls ihr mal hier Donald oder Here I Come hört. Aber finde ich irgendwie total witzig. Ich meine, die englischen Sprecher sind ja nicht schlecht. Und deswegen übertöne ich die ja nicht mit den deutschen Sprechern hier bei den Sequenzen zum Beispiel. Aha! Sondern einfach wegen der Nostalgie! Nostalgie FTW. Gib ihm Blitze. Na komm nochmal. Und. Oh, der kann von unten hier hochspringen. Das ist ja echt krass. Wie so eine Kreissäge. So, ich weiß zum Glück, da ich ja die ganzen Sequenzen aufgenommen habe und so. Und deshalb das komplette Spiel durchspielen musste, weiß ich auch, wo wir direkt hingehen müssen, ohne irgendwie nachzudenken. Das finde ich echt klasse. Okay. Wir müssen jetzt zum Palast. Aber das ist auch abgesperrt. Habt ihr gerade gesehen, da war ein Gitter vor. Wir müssen jetzt hier in den Hinterhof. Und. Ah, na komm. Gib ihm, Donald! Vor allem diesen kleinen, dreckigen. Ah, noch mehr! Schattenleuchte! Oh, ich könnte jetzt nochmal Sonic-Schuss probieren. Moment. Na los! Nein, ich hab wieder verkackt. Ah, Sonic-Stoß wird mir auch nie gelingen, glaube ich. Na, komm schon. Oh, das gibt's nicht. Boah, wie viel Leben ich schon verliere. Das ist echt abnormal. Oh, hier ist auch ein Triotech. Oh, das müssen wir uns merken, wenn wir hinkommen wollen. Beziehungsweise, wenn wir alle Schätze heben wollen. Aber das wollen wir natürlich, alle Schätze heben. Ich meine, sonst wäre es ja hier... Das hätte da keinen Sinn. Es hätte ja keinen Sinn, so. Wenn ich die Schätze nicht heben würde, alle. Blitzra-Gummi erhalten. Ah, Blitzra ist, glaube ich, ein Feuergummi. Also, zum Feuern, meine ich. Nicht ein Feuergummi, sondern eins zum Feuern. So, Feuerring. Was finden wir denn hier alles für Feuersachen? Und was ist ein Feuerring? Ich glaube, den kann ich mal Donald geben. Alle Feuer- und Dunkelschäden, Abwehrkraft steigt. Ja, was macht der Feuerring? Alle Feuerschäden plus 20. Minus 20. Abwehrkraft steigt geringfügig. Je mehr getragen werden, desto effektiver. Ha. Mit dem Inferno-Wald kriegt er Feuer- und Dunkelschäden. Minus 20. Ne, ich glaube, dann lasse ich das einfach so. Dafür müssen wir jetzt hier den Schalter auslösen. Zip. Da, genau. Da müssen wir durch. Aber da wir wieder so wenig Leben haben, denke ich, können wir uns nochmal ganz kurz bei Aladdin im Versteck aufmuntern lassen. Nein, ich meine heilen lassen. Oh, die eben noch hier plätten. Gib ihm!
war schon auch langweilig. Okay. So. Aladins Haus. Jafar ist also hinter Jasmin und dem Schlüsselloch her. Schlüsselloch? Ich könnte schwören, davon schon mal gehört zu haben. Ehrlich? Wo? Wo war das noch? Ist nur 200 Jahre her. Wie dem auch sei. Wir müssen Jafar aufhalten, bevor es zu spät ist. Ja, da hast du recht, Zora. Du bist mal wieder echt ein schlaues Würschlein. Ich glaube, dann speichere ich auch mal gleich. Oh, nee, neuer Speicherstand. Oh, 10 Minuten haben wir jetzt schon. Das wird interessant. Ich glaube, ja, ich weiß ja jetzt ganz genau, was so passieren wird. Deswegen bin ich schon mal am Plan, wann ich jetzt die Folge beende. Und wann es doof wäre. Wegen der Zeit. Deswegen, ja, könnte interessant werden. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier durch sind. Nein, ach, wir müssen ja oben her. Oh, ganz vergessen. Nein, oh, wie komme ich denn jetzt nochmal hier her? Oh. Ich muss eigentlich da lang, aber da lang können wir ja gar nicht. Ich muss nämlich nach oben. So. Kommen wir von hier aus? Super, ja, gut, schaffen wir. Alles klar. Super. So, auf zum Palastplatz. Hauptsache, die stehen da einfach nur doof rum. Das irritiert mich immer. Jedes Mal. Bewegen sich kein bisschen. Total unheimlich. Egal. Jafar, mach dich bereit. Du steckst deine Ziele etwas zu hoch, oder, Junge? Zurück in dein Loch, Ratte. Ich verbiete dir, die Prinzessin noch länger zu belästigen. Jasmin! Es tut mir so leid, Aladdin. Genie, hilf Jasmin, bitte! Noch ein Wunsch übrig. Du machst es mir wirklich sehr leicht. Tut mir leid, Junge. Dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt. Ha? Tut mir leid. Und jetzt? Lebt wohl, ihr Ratten. Zum Angriff! Oh Mann, ein ganz besonders fieser Herzloser hier, den wir hier haben. Oh, bei dem bin ich schon öfter abgekackt. So, und einer der oben ist Jasmin, schnell. Rettet Jasmin, nein. Oh Gott, wie viel Schaden ich hier schon abbekomme. Verdammt nochmal. Nein. Ich probiere nochmal Sonic-Stoß. Nein, schon wieder nicht. Ah. Los, schnell. Der holt sich noch mehr Uhren, das Vieh. Das Vieh, wie auch immer. Das Vieh auf jeden Fall. Geld. Schnell, Angriff. Ihr greift da an, ich greife die kleineren an. Die wollen sich dem Vieh nämlich anschließen. So, ich hole jetzt nochmal. Jawohl. Ah, ich muss einfach die ganze Zeit draufdrücken. Jawohl. So sieht der Sonic-Stoß aus. Nein. Hilfe, Donald, halt mich. Oh Gott, jetzt habe ich... Oh, das war natürlich doof. Ah, verdammt. Jetzt hat Donald mich doch gehalten und ich habe meine Potion benutzt. Egal. Ja, das geht auch gleich. Los! Ja! Girlande erhalten. Jasmin! Auf in die Wüste! Kommt! Schnell! Wie zur Wüste? Wieso wie zur Wüste? Au. Das ist natürlich jetzt... Ja, okay, mysteriös nicht, aber unbedingt, aber trotzdem. Wir wissen ja jetzt ganz genau, wo es hingeht. Wir waren nämlich schon überall in Agrabah. Und deswegen gibt es noch einen Ort, der wichtig sein könnte. Espel gelernt. Also Donald. Nämlich die Wunderhöhle. Die Wunderhöhle. So war die Betonung im Film. Oh ja, und ich hoffe, ihr habt auch den Film geguckt, also Aladdin von Disney, damit ihr ein bisschen ins Feeling reinkamt hier. Was nehme ich denn jetzt hier an für eine Ability? Konter oder Tech Boost?
Durch Blocken eine Attacke erhält, schaltet Konterangriff. Je höher die Trefferquote, desto schneller die MP-Heilung. Ich glaube, das nehme ich mit. Und Donald hätte jetzt Esprit lernen können. Ne, braucht er nicht. Aladdin. Oh, der hat schon die ganzen guten. Jackpot. Das lassen mehr Taler, das kann ich wegtun. Ich glaube, Aladdin kann einen Volltreffer gut gebrauchen. Jawohl, damit kämpft er besser. Und Goofy ist ja eh nicht dabei, also... Oh, noch mehr! Gib ihn schnell! Ja, na komm! So, das lassen wir uns ja nicht gefallen hier. Der nächste Kampf wird etwas schwieriger. Ich glaube... Ah! Der dreckige Händler. Das Geschäft läuft nicht gut. Ich möchte einkaufen. Verdammt, habe ich ganz vergessen, dass wir den ja hier auch haben. Ich glaube... Ich kaufe mal... Was? Ich kann nicht mehr tragen? Dreckiger Sack. Ja, ich würde sagen, wir speichern eben. Und versuchen uns an den... An dem Endgegner, auch wenn die Zeit jetzt knapp wird. Ja, genau. Komm schon, schnell. Wir sind ja jetzt schon bei 16 Minuten und ich wollte ja immer so 22 Minuten anpeilen. Es wird knapp. Aber, komm, wir laufen jetzt einfach mal durch hier. Durch die Mengen. Durch, ja, okay, die Mengen, genau. Denn der Feind wartet in der Wüste und es ist noch nicht Jafar. Für die, die Kingdom Hearts nicht kennen, das wird jetzt überraschend kommen. War für mich damals auch wahrscheinlich eine Überraschung, dass wir gegen den kämpfen, aber... Nun ja. Alles klar, haltet euch bereit. Der Tigerrachen am Eingang der Wunderhöhle wird von den Herzlosen kontrolliert. Zerschlage die Macht der Dunkelheit. Jawohl! Der Tigerrachen, also eigentlich die Wunderhöhle selber, ist von einer Dunkelheit erfasst worden, die, ja, jetzt bekämpft werden muss. Nein! Oh nein, jetzt macht er den hier. Oh Gott, das ist scheiße. Jetzt schickt er so ein paar Teile aus. Nein, nein, nein! Oh Gott! Er will mich fertig machen! Kommt noch mehr. Scheiße. Oh, jetzt kann ich angreifen. So, wir müssen nämlich hier oben rauf. Das ist eigentlich ziemlich der asozialste Kampf im Spiel, den es gibt, weil man hier so eine komische Position einnehmen muss. Und man immer runterfallen kann, aber ist es halt. Ja, nein! Ach Gott. Jetzt wieder hoch. Und währenddessen greift das Vieh einen auch total endlos an. Na los, mach das doch weg. Ah! Ah ja, gut. So, komm, los, Angriff! Nein, jetzt habe ich Sonic-Stoß auch noch ausprobiert. Oh, es geht sogar. Sonic-Stoß klappt. Wow. Angriff, Leute. Gebt ihm. Oh, wir haben es ja schon sogar fast geschafft. Wow. Also entweder ist das Spiel leichter geworden oder ich bin besser geworden. Ja. Denn damals als kleines Kind, als ich immer die Wunderhöhle gemacht habe, bin ich sofort abgenippelt. Weil ich einfach, weiß ich nicht... Zu geringes Level hatte? 20 sind wir jetzt. Sind wir jetzt höher? Oder ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Egal. So, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen Kingdom Hearts Final Mix im 1.5 HD Remix. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, drückt auch auf Gefällt mir unten links. Das finde ich cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir die Wunderhöhle erkunden. Macht's gut. Tschüss.